Für unseren Reporter Florian Eich ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Denn er hat bei der Extreme Justice League im amerikanischen San Diego angeheuert und sich dort zum Superhelden ausbilden lassen. Ob er zusammen mit seinen neuen Gefährten für Ruhe und Ordnung sorgen konnte, das zeigen wir jetzt. San Diego, 23 Uhr. Die Extreme Justice League ist unterwegs. Eine selbsternannte Superhelden-Crew, die nachts für Gutes und gegen Böses kämpft. Heute mit dabei unser Reporter Florian Eich. Und es fühlt sich ehrlich gesagt etwas komisch an, so rumzulaufen, aber da jeder so abgefahren aussieht, ist das schon okay. Die Mitglieder, völlig normale Bürger, die sich nachts in ihr Superhelden-Outfit werfen und für Ordnung sorgen. Da kann sie nichts aufhalten. Außer vielleicht eine rote Ampel. Superhelden, die an einer Ampel warten? Naja, weiter geht's. Hinter jeder Ecke könnte eine Gefahr lauern. Deshalb hat das Team eine Art Geheimsprache. Wenn jemand den Arm hochhält, musst du anhalten. Stell dich mit dem Rücken zur Gruppe und richte den Blick nach vorn. Okay, that's cool. Also wir müssen uns gegenseitig den Rücken zudrehen, damit wir uns gegenseitig beschützen können. Flo versucht, mehr über die Helden zu erfahren. Was machen sie beruflich? Einige wollen es nicht verraten. Doch Lady Box, Brick und Lightfist sind offen. Du bist Medizinerin? Ja, das ist meine Rolle im Team. Ich bin die medizinische Beraterin. Wenn ich mich verletze, hilfst du mir dann? Ja. Das ist gut. Ich bin vom Beruf Krankenschwester. Ist ideal für mich. Und warum machst du hier mit? Ich möchte helfen und ein gutes Beispiel für mein Land sein. Und ich mag das Team. Das könntest du doch auch ohne Superhelden-Outfit machen, oder? Ja, aber das macht weniger Spaß. Und warum bist du dabei? Es ist für mich eine Möglichkeit, für die Gemeinschaft da zu sein und ein positives Vorbild zu geben. Und warum mit Maske und Kostüm? Zur eigenen Sicherheit. Wenn ich einen Streit schlichte, möchte ich nicht, dass die Personen wissen, wer ich bin. Jeder hat seine Aufgabe in der Gruppe. Violet ist für die Sicherheit der Crew zuständig. Da vorne ist mehr los. Pass auf dich auf. Da kann es gefährlich werden. Glauben wir noch nicht. Denn bisher sind die Straßen leer. Flo fallen vor allem viele Obdachlose auf. Sollten da die Helden nicht helfen? Der Typ sieht ziemlich fertig aus. Obdachlose sind nicht unsere Mission. Denn die wollen ihre Ruhe und keine Hilfe von der Gang. Auf den Straßen von San Diego gibt es aber auch einige verwirrte und betrunkene Personen. Was ist mit ihm? Die Gruppe ist etwas nervös. Situationen mit diesen Typen können ganz anders laufen und eskalieren. Deshalb trainiert die Gruppe jeden Sonntag. Flo war natürlich auch einmal mit dabei. Schwerpunkt, Ausdauer und Verteidigungstraining. Midnight, könnt ihr euch aufwärmen? Midnight war früher bei der Armee. Er übernimmt das Ausdauertraining. Für das Verteidigungstraining ist Mr. Extreme zuständig. Ihr müsst euch verteidigen können. Zurück! Trainieren von Ernstfällen? Wichtig. Eine Nacht, in der nichts passiert, ist für die Superhelden eine gute Nacht. Trotzdem müssen sie für mögliche Zwischenfälle vorbereitet sein. Glaubst du wirklich, dass ich das brauche? Ich hoffe nicht. Aber es kann sein. Natürlich. Wenn wir nur leichtes Training machen, würde das in einem Ernstfall schiefgehen. Okay. Auch das könnte passieren. Angreifer Grimm hat ein Messer. Okay,
Die Gruppe muss sich auch für Messerangriffe vorbereiten. Ich soll den Feind nicht außer Gefecht setzen, sondern ihm aus dem Weg gehen? Ja, du musst es schaffen, aus der Angriffslinie zu kommen. Vor ein paar Wochen wurde der Besitzer eines Nachtclubs in einen Streit verwickelt. Plötzlich zog sein Gegenüber eine Waffe, schoss und tötete den Besitzer. In Downtown. Genau da sind wir auch unterwegs. Genau deshalb darf kein Neuling ohne Training auf die Straßen. Rem ist Patrouillenleiter. Ihm ist die Sicherheit seiner Gruppe wichtig. Er nimmt seinen Job offensichtlich ernst. Wenn er nicht gerade Superheld ist, installiert er Sicherheitssysteme. Wie lange machst du das schon? Über 7 Jahre. Und warum? Willst du berühmt werden oder etwas Gutes tun? Ich möchte ein Vorbild sein. Jeder soll auf seinen Teil der Welt aufpassen. Er will wie ein echter Superheld die Welt verbessern. Macht ihr eure Kostüme selbst? Ja. Woraus besteht die Ausrüstung? Aus einem Schutzpanzer, der dich vor Schlägen schützt. Und ich habe eine kugelsichere Weste. Bekomme ich auch eine? Ich habe nur eine. Nur eine? Ich kriege keine? Dieses Mal nicht. Aber immerhin hat Grimm für unseren Superman-Anwärter ein passendes Outfit. Das ist für mich. Okay. Das ist dein Helm. Das ist mein Helmet. Ich bekomme eine Totenkopfmaske. Also ich werde mit Sicherheit auffallen. Ich bin jetzt nicht so der Faschingstyp. Eigentlich bastelt sich jeder Held sein Kostüm selbst. Für Flo gibt es eine Ersatzausrüstung. Hier sind auf jeden Fall ziemlich abgefahrene Armschienen. Was haben wir hier? Das sieht aus wie eine Art Brustpanzer. Ein paar Stunden später. Grimm holt Flo ab. Der ist ziemlich nervös. So, yeah. Warum machst du das? Du riskierst ja ständig dein Leben. Wenn ich einen Streit schlichten kann, bevor jemand erschossen wird, dann kannst du ein Leben retten. Genau. Die beiden fahren auf einen schlecht beleuchteten Parkplatz. Wird es hier schon gefährlich? Nein, Grimm will sich nur umziehen. Genau wie bei echten Superhelden soll das keiner mitkriegen. Und Flo braucht noch etwas. Etwas, ohne das kein Superheld auskommt. Wie willst du dich nennen? Wie wär's mit Reaper? Ich sehe ja auch aus wie ein Sensenmann. I look like one. Ich bin ab jetzt Reaper. Der Sensenmann. Ich hätte gerne eine kugelsichere Weste. Verständlich. Wenn was passiert und jemand auf mich schießt, musst du mich beschützen, okay? Klar. Okay. 12 Helden, die jeden Freitag und Samstag um 23 Uhr freiwillig auf Sicherheitspatrouille gehen. Mitmachen kann jeder, der 18 Jahre alt ist und keine Vorstrafen hat. In den USA haben Real-Life-Superhelden eine lange Tradition. Die ersten gab es in den 70er Jahren. Die Gang aus San Diego wurde 2006 von Mr. Extreme gegründet. Durch ihre Zusammenarbeit mit der Strafverfolgungsbehörde haben sie geholfen, die Kriminalität zu reduzieren. 2007 waren es 50.500 Straftaten. 2017 nur noch knapp 31.500. Und das, obwohl San Diego inzwischen weniger Straßenpolizisten einsetzt. In New York kommen 5 Polizisten auf 1.000 Einwohner. In San Diego sind es nur 2. Mit dafür verantwortlich, so die Polizei, die Extreme Justice League. Bis 2014 gehörte die Stadt sogar zu den gefährlichsten weltweit. Jetzt ist alles besser. Angeblich haben unsere Superhelden dazu beigetragen. Sie sind ein positives Vorbild für die Bevölkerung. Was ist mit dem? Das versuchen wir herauszufinden. Wenn man auf euch schießt, prallt die Kugel nicht an euch ab. Ihr seid nicht Superman. Er hat uns gewarnt und brauchte jemanden zum Reden.
Das macht uns Superhelden aus. Kontakt zu den Menschen, die ihn brauchen. Damit sie wissen, dass wir sie mögen und für sie da sind. Der Mann hatte gerade Probleme, die wir nicht lösen können. Aber alleine mit ihm zu sprechen, hat ihm geholfen. Und er ist gegangen mit einem Lächeln. Es hat sich also gelohnt. Flo begreift langsam, worum es geht. Oft reicht Zuhören. Mehr braucht es nicht. Wenn nichts passiert, ist das gut für die Gruppe. Auch ihre Sicherheit ist bei jedem Fall gefährdet. Deshalb lassen sie immer eine Kamera mitlaufen. Ihre Einsätze in den letzten Wochen? Prügeleien und Eskalationen zwischen Betrunkenen. Hier versuchen sie einzugreifen und Streit zu schlichten. Im Ernstfall geben sie medizinische Hilfe. Die meisten Einsätze haben nur mit Betrunkenen zu tun. Doch vor 2 Wochen konnte die Crew sogar einen sexuellen Übergriff stoppen. Nach 4 Stunden? Keine Situation, die eskaliert ist. Und die Helden finden das gut. Denn oft kommt es anders. Vor 4 Monaten etwa bricht sich Grimm den Arm, als er einen Streit schlichtet. Es gilt Achtsamkeit. Achte bitte darauf, dass du bei mir bleibst. Okay. Jetzt sind so viele Menschen unterwegs, man muss ständig alles im Blick haben, weil man weiß ja nicht, ob jemand was Böses im Schilde führt. Man geht zwar nicht davon aus, aber man ist vorsichtig. Man kennt die Leute ja nicht. Flo sucht den Schutz der Gruppe. Er kann noch nicht einschätzen, wann eine Situation gefährlich ist und wann nicht. Okay, da drüben steht die Polizei. Und deswegen sind wir hier unterwegs, denn diese Seite hat die Polizei gerade nicht im Blick. Und gleich ein Einsatz für die Gruppe. Ich wollte nur wissen, ob es dir gut geht. Komm gut nach Hause. Dankeschön. Was war denn los? Er ist nur betrunken und eingeschlafen. Alles gut? Ja, es geht ihm gut. Heute mussten die Helden nicht eingreifen. Aber oft wecken sie schlafende Betrunkene, damit diese auf den Straßen nicht erfrieren oder ausgeraubt werden. Und warum die Kostüme? Sie ziehen die Aufmerksamkeit auf uns und weg von einem Streit. Stimmt, ein psychologischer Effekt. Ein Superheld, der einen Streit schlichtet, zieht die Aufmerksamkeit viel stärker auf sich als ein Normalo. Die Prügelnden sind abgelenkt und verwirrt vom Kostüm. Sie vergessen vielleicht sogar, warum sie sich gestritten haben. Selbst die Security ist begeistert. Coole Rüstung. Und die Passanten? Was macht ihr? Wir wollen Menschen auf der Straße helfen. Oh, ihr kämpft gegen Kriminalität? Ich habe gleich an den Film Kick-Ass gedacht, als ich euch gesehen habe. Ich wollte schon immer wissen, was ihr Superhelden macht. Ich weiß, ihr macht das freiwillig. Bisher dachte ich, ihr lest Kindern vor oder so. Wenn ich Hilfe brauche, kommt ihr und helft mir? Genau. Richtige Superhelden, spitze. Die Arbeit der Superhelden wird geschätzt und kommt bei der Bevölkerung an. Was denkst du über unseren Einsatz bisher? Es läuft sehr gut. Es ist ruhig und alle Leute benehmen sich. Eine gute Nacht? Ja. Wir haben verstanden, worum es geht. Menschen das Gefühl von Sicherheit geben. Und das kostümiert. Für unseren Reporter eine ganz neue Erfahrung. Also, die Nacht ist vorbei. Ich bin froh, dass ich das miterlebt habe. Aber jetzt bin ich auch froh, wenn es vorbei ist, denn ich bin ziemlich im Eimer. Als Superhelden nachts durch San Diego ziehen. Für uns eine kuriose Art, Menschen zu helfen. Aber die Extreme Justice League macht das mit Herzblut.
Und die Statistiken zeigen, ihre Arbeit lohnt sich. Sie tragen zur allgemeinen Sicherheit bei und sind ein positives Vorbild für die Bevölkerung.